Bewährtes Konzept trägt Früchte. Der Handwerkertag im Musikinstrumentenmuseum in Meidenkirchen hat eine lange Tradition. Jedes Jahr zieht der Besucher aus nah und fern in die Stadt. Museumsleiterin Heidrun Eichler weiß genau warum. Die Handwerker, die Instrumentenbauer, die hier vor Ort sitzen. Und eigentlich ja natürlich auch die Konzerte. Vormittag immer die Kursächsische Philharmonie. Da haben wir auch schon unsere Fans, die eigentlich nur zu dem Konzert kommen. Und die Instrumentenbauer, ich glaube, die ziehen halt mehr die Gäste von außerhalb an, nicht so sehr die Meidenkirchner. Bedauerlich, aber damit müssen wir halt leben. Solch ein Andrang wie am gestrigen Sonntag ist auch für die Museumsmitarbeiter eine Herausforderung. 3 Reisebusse. Da freuen wir uns sehr. Also heute kam noch ein Ungemeldeter. Das war dann schon organisatorisch gar nicht so einfach, alles in die Reihe zu kriegen. Aber ich glaube, es sind alle zufrieden. Die Besucher sahen jedenfalls durchweg so aus. Den Instrumentenbauern konnte man natürlich nicht nur über die Schulter schauen, sondern auch Fragen stellen. Davon wurde rege Gebrauch gemacht, denn solche Gelegenheiten bieten sich selten. Zusammen mit dem musikalischen Programm, der Ausstellung an sich und dem Wetter eine runde Sache.